Hast du dich schon mal gefühlt, als hättest du niemals genug Zeit und dich gefragt, warum? Es ist, weil du ein Trottel bist. Okay, vielleicht bist du nicht gleich ein Trottel oder zumindest nicht jeder von euch, ja? Doch die Menschen sind nicht automatisch darauf programmiert, pünktlich zu sein. Doch stell dir vor, du könntest einen Zeitpuffer in dein Leben, in alles, was du tust, einbauen. Würde das nicht ein unglaublich entspanntes Gefühl sein? Wenn Google Maps dir sagt, du brauchst 15 Minuten zu deinem Ziel und du gehst 15 Minuten vorher los, dann bist du definitiv ein Trottel, weil es kann alles Mögliche passieren. Deine Bahn kann ausfallen, du kannst jede Menge rote Ampeln haben, du kannst Stau haben. Jede Menge Dinge können passieren, weswegen du dich am Ende stresst, weswegen du andere Menschen vielleicht sogar noch stresst, damit du rechtzeitig bei deinem Termin bist. Und diese Dinge kannst du auf jeden Fall vermeiden. Nimm immer nur so viele Aufgaben an, wie du auch wirklich qualitativ gut erfüllen kannst. Ich kenne das selber von mir, man neigt da leicht mal dazu, alles anzunehmen, was man gerade kriegt an Jobs, und man übernimmt sich zu leicht, man möchte vielleicht noch dem einen oder anderen Freunden Gefallen tun, und das Ganze stresst dich am Ende so sehr, dass du einfach total aus der Ruhe kommst. Du machst keine Aufgabe mehr 100% gut, sondern du schaust nur noch, dass du jede Aufgabe gerade so irgendwie geregelt bekommst, und das ist unglaublich stressig. Das bringt dich auch wenig weiter. Du schaffst zwar in kurzer Zeit sehr, sehr viel, doch du bringst dich nicht selber auf ein neues Level in vielen skillmäßigen Sachen. Die Dinge, die du annimmst, geh sicher, dass es die richtigen Dinge zur richtigen Zeit und zu den richtigen Gründen sind, die du tust. Wenn du all diese Dinge beachtest, dann hast du definitiv ein entspannteres, stressfreieres Leben und du kannst dich in deinem Leben auf die Dinge konzentrieren, die wirklich essentiell wichtig sind.